So, ja, hallöchen, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Ja, SOTF, ach, guck mal da hinten. Na, wer kommt denn da angerannt? Ja, zur letzten Aufnahmesession vor meiner YouTube-Pause. Das hat geballert. Oh, ich muss wieder nachladen. Ach, guck mal, der Coin-Mann kommt ja auch hinterher. Na, den. Der hat dann natürlich noch gefehlt. Na, ich glaube, der Typ scheint jetzt nicht so darüber so begeistert zu sein. Ja, gut, machen wir es mal anders. Wo war das? Hier war es. So, jetzt habe ich den. Die Dicke ist mal wieder fleißig am Fressen, wie man sieht. Jetzt macht sie gar nichts mehr. Und jetzt ist es vorbei. So, ja, willkommen zurück. Fängt ja schon mal gut an. Ja, letzte Aufnahmesession vor meiner YouTube-Pause. Und ich habe jetzt offenbar noch ein bisschen was geplant. Ich möchte gerne mal heute mit einer, ja, mit einer ganz tollen Sache mal anfangen. Worum mich auch der Dave mal gebeten hat. Ach, wer kommt denn da hinten mal wieder? Der Kelvin ist es. Ich bin mir am Überlegen, wie ich das mache. Vielleicht so ein bisschen. Na, ich fange einfach mal an hier. Ach, da liegt da noch ein Pfeil. Gleich mal mit aufnehmen. Ja, die Pause wird wahrscheinlich so bis Anfang August gehen, dann geht's wieder weiter. So, du hast auch gleich mal was zu tun. Du kannst mir gleich mal helfen. Baue, genau, mach das mal fertig. Das wird offenbar was ganz Tolles werden. Ja, also wie gesagt, im Juli werden keine Videos kommen. Also außer der Rest von Amnesia wahrscheinlich noch. Aber danach, bis zum August, werden keine Videos mehr kommen. Erstmal, weil, ja, ich möchte auch erstmal wieder was anderes machen. Ist halt die Sache. So. Mach das mal auch fertig. Geht ja ganz schnell. Ja, jetzt fragt euch natürlich, ja, was macht denn der hier gerade? Ich will das So-Zeichen bauen. Es kommt tatsächlich. Ja. Ich werde das wirklich jetzt umsetzen. Weil der Dave hat mich mal drum gebeten, dass ich das mal machen soll. Und ja, warum nicht? Ich mache das jetzt einfach mal noch vor der Pause. Was ich in der Aufnahmesession gerne auch noch machen möchte, ich will den Bunker noch abschließen. Und ich denke mal, das wär's dann auch mal. Ich denke mal, das wär's dann auch fürs Erste. Und ich denke mal, das So-Zeichen können wir hier drauf am besten bauen. Also, denke ich mir mal. Ja, wäre es ein bisschen hügelig hier. Ich meine, unsere Hütte, die müssen wir später auch hier irgendwie. Ja, müssen wir mal gucken. So, genau, mach das mal fertig. Währenddessen trinke ich noch mal schnell was. Ja, bevor wir losgehen, sollten wir noch mal trinken. Was trinken? Also, ich trinke jetzt mal schnell im Real Life was, ja. Okay, da hat der Typ keinen Bock mehr, wie es so aussieht, dann muss ich wieder ran. Komme ich nicht drum herum. Timber. Naja, aber dafür wollte mal wieder ein bisschen Zeit, mal wieder über übliche Themen und sowas zu reden.
Ich habe jetzt tatsächlich in Sons of the Forest endlich mal meinen privaten Spielstand gestartet. Und ja, ich würde mal sagen, da läuft das bisher ganz gut. Ja gut. wer hätte gedacht, dass es dort irgendwie scheiße läuft? Na gut, ich bin an sich auch kein Anfänger mehr in dem Spiel, also von daher. Und ja. Da werde ich dann erstmal dann ein bisschen meine Zeit drin verbringen. Vielleicht kann ich euch da mal ein bisschen was zeigen, wenn es dann irgendwann dann wieder weitergeht. Von dem Spielstand. Was ich da so alles gebaut habe und so weiter und so fort. Na, ich würde mal sagen, ich gehe mal schlafen. Hat sich mit dem Trinken ja voll gelohnt. Ja, aber sowas von. Ich nehme ein Happy Meal und dann nochmal was aus dem Ding raus. Also wie gesagt, ich kann euch bestimmt irgendwie mal was zeigen, da mal so ein Video machen, weil der Dave hat ja auch mal so eine Base-Tour da mal gemacht, ne? Und ja. Ach ja, stimmt, was jetzt vor ein paar Tagen ja auch noch war, ich glaube am 18. war das, glaube ich, da war die Nintendo Direct wieder gewesen. Und da wurden... Genau, Timber. Da wurden wieder viele interessante Spiele vorgestellt für die Switch, und zwar die letzten Spiele für die Switch, weil die Switch wird ja langsam in Rente gehen, wenn man so will. Ja. Weil nächstes Jahr kommt ja schon die neue Konsole von Nintendo. Das wurde ja mittlerweile ja bewiesen. Wie sie heißt, wissen wir noch nicht, aber das wird man auch bald erfahren. Und das wurden halt jetzt die letzten Titel für die Switch 1 noch vorgestellt. Zum einen wäre das, eine Blindschleiche schon wieder. Ach du Kacke. Also zum einen wäre das ein neues Mario und Luigi. Ja, ist so eine Reihe, wo ich jetzt nicht so wirklich mit bei bin. Dann kriegen wir ein neues Mario Party, was sehr vielversprechend aussieht. Ein neues Zelda, wo Zelda tatsächlich mal die Hauptrolle spielt. Also wo Zelda mal wirklich der Protagonist ist, den man selber spielen kann. Das gab es zuvor noch nie. Warte mal, was waren da noch gewesen? Jetzt muss ich wieder zurückdenken. Ein Remake von einem Donkey Kong Country. Das von der Wii, meine ich. Da war da offenbar noch so einiges mehr gewesen. Warte mal, da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Warte mal kurz. Ach ja, genau. Und dann kriegen wir noch ein neues Metroid. Das kriegen wir auch noch. Und, ja gut, Metroid, das ist auch so eine Reihe, mit der ich jetzt eigentlich nichts zu tun habe. Und ja, das wären so halt die letzten Titel, so, die für die Switch kommen werden. Die größeren, könnte man sagen. Und das war eigentlich mal eine recht gute Direct, ne? Also muss ich schon zugeben. Oh. Ah, Veggie, du könntest dich doch mal selber um Babys kümmern. Immer muss ich das machen. Das ist doch schon eine Knarre in der Hand. Ach, jetzt kümmerst du dich drum, okay. Ja, Kevin ist mal wieder irgendwo in der Wüste verschollen. Der ist wahrscheinlich so ein Nomade oder so. Ja, also das habe ich jetzt mal so erwähnt für die Switch-Spieler oder Nintendo-Spieler, falls sie welche zugucken sollten. Das könnte ja durchaus sein, ne? Ich meine, ich habe ja so ein paar Nintendo-Zuschauer, weil ich ja auch ja so einige Nintendo-Spiele ja spiele, ne? Auf dem Channel. Ja gut, momentan zwar eigentlich nicht mehr wirklich, aber ich denke mal, da könnte man auch mal wieder irgendwann mal was zeigen vielleicht. Mal gucken. Ja, man darf dann gespannt sein, was dann halt so für die neue Konsole so alles rauskommen wird. Das wird offenbar interessant werden.
Ich mache jetzt übrigens das O als erstes, weil das, glaube ich, ein bisschen einfacher sein wird. Und ich werde danach das S machen. Ja, das wird offenbar ganz lustig aussehen. Ja, komm, machen wir mal den hier. Da können wir nämlich hier oben weiterbauen. Bringen wir mal ein paar Baumstämme und lass die einfach mal hier fallen. Einfach mal ganz viele hier. Hier ist ein ganzer Wald, also. Probleme sollte es da eigentlich nicht geben. Dann mache ich hier nochmal so ein weiteres Ding hin. Als eine Art Lücke. Ich weiß gar nicht, ob wir das in diesem Part fertig bekommen. Vielleicht im nächsten. Mal schauen. Für den Bunker habe ich, denke ich mal, so ein. Habe ich, denke ich mal, so einen Part eingeplant. Ja. Ich denke mal, das sollte, glaube ich, ganz gut von der Zeit her reichen. Ja, doch. Ich denke mal, dass man den Bunker, denke ich mal, so in 30 Minuten, glaube ich, abhacken kann. Oh, da kommt wieder Besuch da vorne. Moment, ich bin gleich da, liebe Leute. So, da bin ich nun. Ach, guck mal, da hinten kommen schon die Nächsten. Autsch. Da ist gerade irgendwas weggeflogen, ich weiß aber nicht was, ne? Der Slalom-Mann. Er tut, was er nicht kann. Tja, der scheint immer ein bisschen schwach zu sein, der Mann. Oh, daneben leider. Jetzt aber hier. Jetzt wird hier richtig raufgeschlagen. Was da für Drehungen einfach macht dieser Typ. Der ist irgendwie voll lustig. Ja, es passiert immer wieder mal, wenn man auf die raufschlägt, dass die immer so komische Drehungen machen. Das ist so eine Pirouette beim Eiskunstlauf oder so. Das wär's ja. So. Pling. Okay, dann können wir nämlich schon mal hier die nächsten machen. Ja, genau, setze ich mal hin, mach mal Pause. Tut dir, glaube ich, ganz gut. Ach stimmt, das war der Baum, den er angefangen hat. Da kann man die Nachbarn ja vorbei. Ich glaube, dass man an dieser Stelle generell sehr häufig Besuch bekommen kann, besonders weil auch da unten der Fingerdash und seine Leute da unten langlaufen. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich ein ganz guter Loot-Spot wegen Mutantenhaut. Also, falls man da einen Fingerdash sieht, sollte man ihn am besten gleich besiegen. Dann kriegt man immer ganz gut Mutantenhaut halt. Zwillinge werden dort, naja, jetzt eher weniger rumlaufen. Also, ich habe bisher noch keine Zwillinge dort unten gesehen. Also, eigentlich laufen dort immer nur Blindschleichen und Fingerdashes herum. Die anderen jetzt eher nicht. So, danke dir. Pling. Ich bin ja auch mal gespannt, was der Dave in seiner nächsten Staffel machen wird, ne? Weil ich habe ja sein heutiges Video gesehen. Also ich nehme das Ganze hier am 23. auf.
Und da habe ich ja heute sein Video gesehen. Da kam ja auch nochmal der Thrombosenion, hast du mal vorbei, also dieser Fette da. Also sein Nachfolger, meine ich. Den wir bis jetzt immer noch nicht gesehen haben hier, wo auch man der auch stecken mag. Der müsste doch eigentlich auch langsam mal auftauchen, oder? Also wir waren ja zwar noch nicht in der Höhle, aber... Ja, der könnte das eigentlich auch langsam mal auftauchen. Ich meine, Beinfried haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, aber den Fetten noch nicht. Merkwürdig, oder? Naja, ich glaube, sein Moment wird auch noch kommen. Wo wir ihn besiegen müssen. Ja, draußen wird er geknallt, EM halt. Weiß nicht, hört man das Feuerwerk von draußen? Warte mal. Ja, jetzt machen sie natürlich wieder nicht. Die knallen mal wieder draußen, weil... Ich weiß gerade gar nicht, wer spielt jetzt. Das weiß ich nicht. Bestimmt Deutschland oder so. Ich müsste mal nachgucken. Aber na gut, die EM verfolge ich ja sowieso nicht wirklich. Also klar, ein bisschen bekommt man was mit so, ne? Aber gucken tue ich das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr so da mit bei seid. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ach ja, übrigens, auch wenn ich im Juli keine Videos machen werde, ihr könnt mir ruhig gerne Kommentare schreiben. Ich denke mal, dass ich den dann auch, dann, wenn ich dran denke, dann auch beantworten werde. Immer wieder mal. Also Kommentare könnt ihr mir ruhig weiterhin schreiben. Ja. Nur Videos, wenn dann halt keine kommen. Wie gesagt, im August geht es dann weiter und mal schauen, wie es denn ab September dann weitergeht, weil ja, wie gesagt, meine Ausbildung dort beginnt, sind ja nur noch 2 Monate, ne? Ja. Das sind ja halt wirklich nur noch 2 Monate so in dem Dreh. Da muss ich gucken, wie es denn ab da dann weitergeht. So, 2 Brettchen. Ich kann mir vorstellen, dass das S ein bisschen tricky wird. Da müssen wir uns echt mal was überlegen. Ich glaube, ich sollte doch eher lieber mit dem S anfangen. Hm. Also erstmal brauche ich hier irgendwas, um hier hochzukommen. Na, ich fäll erstmal generell ein paar Bäume. So. Dann nehme ich noch den mit. Ja, ich glaube, wir sollten wirklich erstmal mit dem S anfangen, weil das wird... Ja, wie soll man das am besten umsetzen? Das ist halt wirklich eine gute Frage. Ich mache es mal. Von der anderen Seite heißt es dann natürlich O's. Ja, es war ein bisschen komisch, aber gut, kann ich nicht ändern. Ich könnte auch SOS draus machen. Wäre auch eine Idee. Machen wir erstmal den Boden von dem S. Wobei es dann eigentlich von der einen Seite dann aussieht wie eine 5 eigentlich, oder? Ja, ist bestimmt dann auch eine 5 meinetwegen. Aber dann ist es jetzt wirklich perfekt umzusetzen. Das geht, glaube ich, nicht. Nee, das ist ja gar nicht möglich. Da muss ich mir irgendwie... Da muss so ein kleines bisschen schummeln dann, glaube ich. Aber wir machen dann halt erstmal den... Ich sag mal, den Boden von dem S jetzt hier. Oder den unteren Teil, oder wie man das auch mal nennen könnte. Ja. Ich meine, die Dinger werden halt schon groß werden. Könnte man das eine Art Hollywood-Zeichen betrachten, was der Dave halt gemacht hat mit seinem
hartes Schild. Und hier bekommt das So-Schild von mir. Ach, übrigens. Dave, ich habe eine Idee, was du vielleicht noch so bauen könntest. So eine kleine Pyramide, also so eine kleine vielleicht, so eine mikrokleine. ja, währenddessen kümmere ich mich erstmal um die Herren und Damen. Ah, schon wieder dieselbe Truppe, ne? Von derselbe Truppe, ne? Na gut, das sind im Grunde genommen dieselben Leute. Dieselben Leute wie vorhin. Upsala. Ah ja, unser Trio immer, ne? Bei meinem privaten Spielstand habe ich übrigens das mit dem Besuch wieder auf normal gestellt. Dass man da wieder ein bisschen, ja, ein bisschen mehr bauen kann, auf jeden Fall. Das wird hier echt interessant werden, das Ganze. Das wird wirklich interessant werden. Meinetwegen wird die Folge heute auch ein bisschen länger oder so. Oder meinetwegen mache ich da einfach 4 Folgen draus, weil wegen dem Bunker ja noch, den ich ja noch heute erledigen möchte. Ach du Scheiße, wie das einfach mal aussieht. So, ich glaube, das haben wir jetzt erledigt. Das Problem ist halt, wir müssen jetzt ein bisschen tricksen. Also im Grunde genommen könnte ich aus dem S eigentlich gefühlt auch ein Dollarzeichen fast machen. Ja, was eigentlich auch nicht wirklich möglich ist, aber gut. Ich muss halt Stützen machen, anders geht es ja nicht. Aber ich denke mal, man wird es schon irgendwie merken, dass es ein S oder eine 5 sein soll. Das Ding ist halt, das O ist halt einfach deutlich einfacher, ne? Aber das S, na, das ist wieder so eine Sache. Das muss ich halt irgendwie so machen. Doch ein C draus machen. Ich glaube auch daran, dass das S ein bisschen größer sein wird als das O. Das Ding ist halt, Hatte ist halt viel einfacher als das, was ich hier mache, ne? Hatte ist halt wirklich viel einfacher. Das muss man wirklich so sagen. Huch. Spiel. Oh, ach so. Aber das hier, das ist halt wirklich schon tricky. Da müssen wir echt hier echt nach oben bauen. Ach du Scheiße. Wie bin ich nur auf diese Idee gekommen? Ja gut, weil ich das beim Dave halt so gesehen habe. Ja. Ich habe so das Gefühl, das O wird später auch ganz komisch aussehen, aber ja gut, wir machen das einfach mal. Ich glaube, das wird das größte So-Zeichen, was jemals gebaut wird. Alter Schwede. Ist doch gewitscht schon bald ein Wolkenkratzer, den ich hier baue. Ah, trinken aber auch langsam keins mehr. Aber ich sehe, wir haben hier drüben einen kleinen Teich. Das heißt, da können wir ein bisschen was nachfüllen.
Das sieht so komisch aber raus. Einfach so eine gigantische Sohltafel mitten im Nirgendwo. Also noch ist da nichts, aber bald wird da unser Häuschen stehen, unser Nachbarhaus. Virgi, geh mal bitte ein bisschen zur Seite, ja? Nicht, dass ich dich da wieder treffe, du Anhängsel. Och, Mann, Virgi. Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt aber wie viele Grobiane kriegen wir denn heute noch hier zu Besuch? Oh, nee. Wie ist der dämlich jetzt sein Kumpel einfach mal ungenietet? Oh Gott. Ja, warum greife ich Idiot den auch so mit an? Ich bin... Ist ja gut. Ach, da war ja noch einer. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich den Besuch ein bisschen niedriger gestellt habe. Bei mir auf dem privaten Spielstand. Weil man merkt ja schon, was wieder hier abgeht, ne? Sehr viel. Hier geht sehr viel ab. Und jetzt sollte ich dringend mal wieder eine Taschenkontrolle machen. Merke ich gerade. Alter Schwede, bin ich hoch. Also das S-Zeichen möchte ich schon gerne noch in dieser Folge fertigstellen irgendwie. Und sowas könntest du, glaube ich, gar nicht in The Forest umsetzen. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Also... Ich wüsste jedenfalls nicht wie. Keine Ahnung. Alter Schwede. Das ist wirklich crazy hier einfach nur. Während Virginia wieder am Schießen ist, ne? Bauen wir hier einfach mal weiter. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Vielleicht ist die Höhe schon ganz okay. Ich glaube, das ist schon die optimale Höhe, die wir, glaube ich, benötigen. Das vermute ich mal. Warte mal. 1, 2. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja doch, das passt. Ja gut, eigentlich sind es 7, aber egal. Also mit dem hier 1, 2, 3, 4, 5, ja, sind 7 eigentlich. Aber gut. Ja, vorbei, warte mal. Ich glaube... ja, es ist... Man muss halt gucken, ne? Ich glaube, ich nehme mal den hier oben wieder weg. Mach das erstmal so hier. Ja, komm, ich mache es. Oder? Ich baue es erstmal weiter. Ja, es ist halt eine Sache, die ich zuvor noch nie in diesem Spiel gemacht habe. Da muss ich halt erstmal überlegen, wie mache ich das. Und das ist halt echt eine Sache, die total wahnsinnig ist. Ach du Kacke. Ja, doch, eigentlich müssen wir... Ja, ich pack da lieber oben nochmal einen drauf, wenn ich ehrlich bin. Oder? Das Ding ist halt, ich muss es jetzt nochmal ein Stückchen höher bauen.
Ja, das ist halt echt ein Hochhaus gefühlt, was ich hier baue. Aber ich werde es halt nur mal durchziehen. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Nee, nee. Och. Ja, das sollte der jetzt eigentlich nicht machen. Warte. So. Ach komm, ich mach mal schnell eine Taschenkontrolle. Wobei wir die meisten Kram eh nicht mehr tragen können, glaube ich. Oh, Munition, sehr gut. Nochmal Munition. Ja, das war's auch schon. Da haben wir eine Tasche und ich glaube, die andere werde ich nie wiederfinden. Aber Munition ist immer gut. Nehme ich sehr gerne mit. Habe ich vielleicht so ein Energieding? Nee, muss ich mir erstmal nochmal machen. Da brauche ich glaube ich Schachtelhalm für, ne? Warte mal. Ah, nee, ist für ein Health Mix. Ach Quatsch, ich brauche, ja, genau. Und das hier. Ach ja, stimmt, das bringt ja nicht so viel. Da war ja was. Aber doch, beim Schlafen bringt es schon ein bisschen was, wie ich sehe. Aber nur ein bisschen. Wer sich jetzt übrigens fragt, wie ich auf diese Idee gekommen bin, das liegt einfach, also ganz einfach daran, weil ich ganz häufig mal so sage. Ist mir mal aufgefallen. Während mein Kumpel, der Adrian, also der Kürbisfreak, der sagt dafür immer ganz häufig. So ein monotones Ja gibt er immer von sich. Also wer die Multiplayer-Folgen gesehen hat von uns, der wird das sehr schnell merken. Alter Schwede, das ist unnormal, was ich hier mache, ey. Das ist einfach nur unnormal. Vielleicht mache ich das hier oben mal ein bisschen kleiner. Oder? Ja, keine Ahnung. Es ist einfach generell ein crazyes Bauprojekt. Ich hätte einfach auch gleich eine kleine Mini-Pyramide bauen können. Ja, könnte ich eigentlich auch noch machen. Also, ja, natürlich, warum nicht, ne? Also, eine Mikro-Pyramide, die sollte man, glaube ich, an einem Tag auch noch hinbekommen. Einfach so eine, weiß nicht, 5x5 Pyramide, das geht, glaube ich. Ah, scheiße. Ja, ich glaube, das reicht, also. Das Problem ist ja, ich muss ja dann nochmal ein Stockwerk höher. Das ist echt crazy, einfach nur. Oh, nee, du. Ach, jetzt geht es erst. Na toll. Nee, warte mal, dann machen wir das erstmal anders. Dann mache ich den erstmal so und dann kommt. Dann mache ich den so. So oder so, das So-Zeichen wird fertig. Ach, na, wer kommt denn da? Der Sprinter wieder. Mit der ganz tolle Kopfschmerzen gleich. Krasser Blocker. Wie der Adblocker.
Ja, das war's nun mit ihm, genau wie mit dem Adblocker selber. Boah, mir ist mal wieder aufgefallen, also bestimmt euch auch, dass in den letzten Tagen ja wieder YouTube wieder drastische Maßnahmen vorgenommen hat. Und, naja, den Adblocker mal wieder richtig sinnlos gemacht hat. Du kriegst halt, also du kommst mit dem Teil momentan echt nicht mehr weiter irgendwie. Also mal wieder. Du bist halt quasi wieder gezwungen, ja, Werbungen zu gucken, was ich echt doof finde. Ist ja klar, die wollen natürlich auch ihr Geld damit verdienen, aber ja, ich weiß ja nicht wirklich, ne? Aber es ist halt schon irgendwie ein bisschen nervig. Und ich sag mal so, die meisten sind halt kein Freund davon. Aber das hat man so wieder festgestellt. So. Ja, das wird, glaube ich, so schnell nicht aufhören. Herzlich willkommen in Hollywood. Erstmal noch schon mal nochmal schnell ein Schlückchen aus meiner Tasse getrunken. Ja, da habt ihr aber eine schöne, lustige Folge hier, glaube ich. Ach nee, ich find's einfach unglaublich. Get down, son!